Und somit sage ich Hallo an alle. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt zu einem weiteren Video zum Pokémon TCG. Ich habe mir überlegt, noch ein weiteres Video zu machen, denn im letzten bin ich in einen Online-Kampf herangegangen, habe ich mal grob erklärt, wie das Spiel funktioniert. Und es gibt halt viele, genauso wie ich, die früher wahrscheinlich nur die Karten eben gesammelt haben und nie effektiv gespielt haben, weil sie das Spiel nicht verstanden haben. Aber heute zeige ich euch das Ganze mal im Detail. Man kann das Spiel am Handy runterladen, man kann es am PC spielen, wie man möchte. Und wir schauen uns mal heute von A bis Z einfach mal alles an und ich schaue es so gut zu erklären, wie ich kann. Man kann auch hier gegen den Computer spielen, da haben wir dann auch keine Zeitbegrenzung und wir können uns ruhig Zeit lassen, um das Ganze mal anzuschauen. Aber schauen wir uns zu guter Erst mal unser Deck an. Hier im Deck haben wir verschiedene Pokémon. Diese Pokémon sind aufgeteilt in Basis-Pokémon, wie wir es hier bei Bartz haben, in Phase 1 Pokémon, wie wir es hier bei Bisaknosp haben und in Phase 2 Pokémon, wie wir es hier bei Bisaflor haben. Es gibt verschiedene Pokémon mit Bezeichnungen, wie zum Beispiel hier das EX. Dasselbe haben wir auch mit den V-Pokémon, wie zum Beispiel hier bei Lugia V. Diese haben ein besonderes Regelfeld. Man kann das hier rechts unten auf der Karte sehen. Da haben wir es nämlich. Wenn ein Pokémon wie kampfunfähig ist, nimmt dein Gegner zwei Preiskarten. Dasselbe gilt nämlich auch für die Ex-Pokémon, da nimmt der Gegner genauso auch zwei Preiskarten. Die Preiskarten sind nämlich wichtig im Spiel, denn wer alle Preiskarten gezogen hat, bekommen hat, gewinnt das Spiel automatisch. Man muss natürlich nicht zwingend die Ex-Pokémon benutzen, die sind aber von Haus aus natürlich eine Spur stärker als wie normale Pokémon. Wir können uns die dann gerne in-game genauer anschauen und gehen jetzt mal auf die anderen Sachen an. Ich werde halt auch vieles mit Yu-Gi-Oh! Vergleichen, um euch in etwa die Sachen zu erklären, damit ihr sie auch verstehen könnt. Es sind nämlich viele auf dem Kanal, die auch durch Yu-Gi-Oh! Zu mir gekommen sind und deswegen werden wir das Ganze mal sehen. Wir haben im Spiel Trainerkarten. Diese Trainerkarten sind in vier Kategorien aufgeteilt. Einmal in Unterstützerkarten, einmal in Itemkarten und einmal in Ausrüstungskarten. Wir haben noch eine vierte Variante, die suche ich jetzt hier auf die Schnelle noch raus, das sind nämlich Stadionkarten. Stadionkarten kann man am besten damit vergleichen in Yu-Gi-Oh! Mit den Feldzaubern. Man kann nur eine auf dem Feld haben, spielt dagegen eine andere, wird die erste ersetzt und beide Trainer, wenn mich nicht alles täuschen, oder nein, ich bin mir ziemlich sicher, beide Trainer haben Zugriff nämlich auf diese. Zum Beispiel hier mit der Stadionkarte Festplatz, dann haben wir hier einen Effekt, jedes Pokémon, deine und die deines Gegners, an das mindestens eine Energie angelegt ist, erholt sich von allen speziellen Zuständen und kann von speziellen Zuständen betroffen werden. Okay, von keinen speziellen Zuständen betroffen werden. Das heißt Verbrennung, Paralyse, Gift und Verwirrung, das sind alles einzelne Effekte, wo zum Beispiel die eigenen Pokémon dann stetig immer Schaden kassieren. Kommen wir mal zu den Itemkarten. Die Itemkarten sind ganz normale Karten, die man so oft wie man möchte in einem Zug benutzen darf. Warum sage ich das genauso mit wie oft wie man möchte? Denn es gibt gewisse Karten, und zwar genau die Unterstützerkarten, von diesen kann man nur eine pro Zug aktivieren. Bei den Itemkarten haben wir hier zum Beispiel den Nestball, mit dem können wir nämlich unser Basisdeck nach einem, also unser Deck nach einem Basis-Pokémon durchsuchen und dieses direkt auf unsere Bank legen. Da haben wir viele verschiedene Varianten, wie hier auch dicke Freunde Knusp. Damit können wir zwei Basis-Pokémon aus dem Deck rausnehmen und direkt auf unsere Bank legen. Die dürfen aber nur maximal 70 KP haben. Sprich, ein Lugia V ist ein Basis-Pokémon, hat aber 220 KP. Somit würde hier die Itemkarte dicke Freunde Knusp nicht wirken. Und ja, die Ausrüstungskarten sind halt, wie es die Karte schon sagt, gewisse Ausrüstungen. Man kann davon nur eine, also nur pro Pokémon, eine Ausrüstungskarte drauflegen. Es gibt auch verschiedene ganz normale Ausrüstungskarten und besondere Ausrüstungskarten, wie hier in dem Fall der Heldenumfang. Man kann es hier auf der Seite lesen, das ist eine Ass-Karte. Man darf im ganzen Deck tatsächlich nur eine Ass-Karte benutzen. Und ja, hier haben wir zum Beispiel auch noch eine andere Ausrüstung, die kann man halt so oft wie man möchte im Deck haben. So, natürlich gibt es auch zu guter Letzt noch einmal die Energien, womit die einzelnen Pokémon dann angreifen können. Es gibt auch verschiedene Varianten, wie zum Beispiel hier die Doppelturbo-Energie und da haben wir den Effekt, solange diese Karte an ein Pokémon angelegt ist, liefert sie zwei Energie. Die Attacken des Pokémon an diese Karte angelegt ist, fügen aber dem Gegner 20 Schadenspunkte weniger zu. Ich habe euch jetzt mal hier an und für sich alle Karten erklärt und jetzt gehen wir mal schön in ein Duell ran.
und wir werden mal von Anfang an alles durchgehen. Wie schon beim ersten Video erwähnt, ich kann es euch wirklich ans Herz legen. Das Spiel macht echt Spaß. Am Anfang des Kampfes entscheidet man sich zwischen Kopf oder Zahl. Ich nehme immer Kopf. Wieso? Weil Kopf die schönere Seite ist. Und dadurch können wir eben aussuchen, wer als erster starten darf. Ich möchte jetzt als erster starten. Wir ziehen beide ein Blatt aus 7 Karten und können im ersten Blatt dann so viele Basis-Pokémon, wie wir sie gezogen haben, direkt spielen. Gerade wie ihr seht, haben wir kein Basis-Pokémon gezogen und deswegen werden unsere Karten zurück ins Deck gemischt. Ist das der Fall, darf der Gegner für jedes Mal, wenn das passiert, eine weitere Karte ziehen. Hier haben wir jetzt zum Beispiel 3 Basis-Pokémon. Wir können eines in die aktive Zone legen, wie wir das mit Mopex gerade machen, und so viele wie wir möchten auf die Bank. Damit haben wir das gemacht und ziehen jetzt nun unsere 6 Preiskarten. Der Gegner hätte jetzt eine weitere Karte ziehen dürfen, hat sich aber dagegen entschieden, warum auch immer. So, im ersten Zug des Spieles darf man keinen Unterstützer spielen. Zum Beispiel hätten wir hier nämlich Jim gehabt und mit ihm hätten wir unser Deck nach bis zu 2 Entwicklungs-Pokémon durchsucht und sie auf die Hand genommen. Itemkarten kann man aber ohne Probleme die ganze Zeit benutzen und so viele man möchte. Somit aktivieren wir mal hier den Superball und spielen den. Wir dürfen uns nämlich jetzt die obersten 7 Karten anschauen. Das wären in dem Fall jetzt die hier gewesen und dürfen uns davon ein Pokémon auf die Hand nehmen. Dieses müssen wir dem Gegner kurz zeigen, das Spiel zeigt diese Karte automatisch und wir nehmen sie dadurch auf die Hand. Wie auch schon im letzten Video erklärt, dürfen wir eine Energie pro Zug auf eines unserer Pokémon anlegen. Wir haben zum Beispiel hier bei Mopex für die Spritztour eine Sternenergie. Das ist eine normale Energie oder eine beliebige Energie. Es gibt auch wie zum Beispiel hier bei Bautz Pflanzenenergie. Sprich, braucht Bautz eine Pflanzenenergie, um Blattwerk einzusetzen. Bei solchen Zeichen, ich nenne sie einfach Normal- oder Sternenergie, ist es egal, welcher Energietyp auf die Karte gelegt ist. Das kann man jetzt hier gut sehen bei Mopex zum Beispiel hier, das ist eine Sternenergie, wie ich sie nenne. Da können wir jetzt eine Pflanzenenergie drauflegen und er wird trotzdem seinen Angriff aktivieren können. Da es aber unser erster Zug ist, dürfen wir in diesem nicht angreifen und beenden auch gleich unseren Zug. Denn somit ist nun der Gegner dran. Und dann schauen wir mal, was der Gute macht. Er legt eine Energie auf Fukano und spielt einen Nestball. Den habe ich vorhin erklärt. Damit kann er sich ein Basis-Pokémon aus dem Deck auf die Bank legen. Und spielt Pepper. Damit kann er sich, glaube ich, eine Itemkarte und eine Ausrüstungskarte nehmen. So, da. Er hat jetzt seinen ersten Angriff aktiviert, das wäre Anheizen gewesen, womit er 2 Basisenergien vom Deck auf die Hand nehmen kann. Jetzt sind wir wieder dran. Und was machen wir? Wir spielen jetzt mal Gym und nehmen uns 2 Entwicklungs-Pokémon. Eines davon wäre nämlich Arboretos. Wir haben nämlich das Basis-Pokémon auf der Bank und gehen dann auch gleich mit der nächsten Stufe mit Silvaro. So, im Zug, wo das Basis-Pokémon gespielt wurde, kann man dieses nicht entwickeln. Ich zeige euch das mal jetzt am besten so. Wir haben jetzt hier nämlich 2-mal Bautz und 1-mal hier die Weiterentwicklung. Da wir Bautz in diesem Zug gespielt haben, kann ich es nicht weiterentwickeln. Wir können das aber machen mit dem anderen Bautz, welches im letzten Zug gespielt wurde. Und machen das. Somit entwickeln wir dieses. Die Energien können wir auf welches Pokémon wir auch immer möchten anlegen. Ich könnte jetzt theoretisch auf 3 weitere Energien hier bei Mopex gehen. Ist aber halt nicht so klug, denn ich im Mopex eher dafür spielen werde, um Karten zu ziehen mit seinem ersten Angriff und mir in der Zwischenzeit Arboretos vorbereite. Wie es in Pokémon bekannt ist, gibt es auch natürlich Stärken und Schwächen. Als Beispiel, mit einem Feuer-Pokémon ist man klar im Vorteil gegen Pflanzen-Pokémon. Das ist auch auf der Karte vermerkt, hier zum Beispiel mit der Schwäche gegen Feuer-Pokémon. Sprich, greift er mich mit dem zweiten Angriff an, wird er mir hier nicht 70 abziehen, sondern 140 KP. Dasselbe gibt es auch bei gewissen Resistenzen, da werden halt so und so viel Leben weniger abgezogen. Okay, wir haben jetzt alles gemacht. Lugia V würde ich jetzt noch nicht spielen, weil ich lieber meine anderen Pokémon hier vorbereite. Und um den Zug zu beenden, greife ich an. Greift man nämlich an, ist der Zug des Spielers zu Ende. Wir greifen mit der Spritztour an und dürfen damit 2 Karten ziehen. Somit ist der Gegner wieder dran. Er entwickelt sein Fukano zu einem Arcani X und legt eine Energie auf sein Fukano auf die Bank an. Okay.
Mal schauen, womit er mich angreift. Mit seinem zweiten Angriff, der hellen Flamme. Der Effekt des zweiten Angriffs bei ihm besagt, dass er 2 Energien von seinem Pokémon auf die Bank legen muss. Ja, wir spielen aber jetzt mal Arboretos. Das ist der Computer, der mich trollt gerade. Ja, interessant. Okay, wir können jetzt mal Taubsi auf die Bank spielen. Und spielen mal den Unterstützer Akromas Experiment. Mit ihm können wir uns nämlich die obersten 7 Karten anschauen und davon 3 auf die Hand nehmen. Das wären jetzt mal die hier. Die anderen werden aus dem Spiel entfernt und, wie es im Pokémon TCG genannt wird, ins Nirgendwo gelegt. Ich werde jetzt mal schön mein Arboretos weiterentwickeln, lege noch eine Energie auf ihn und greife mit dem Jagdpfeil an. Manche Pokémon haben auch halt verschiedene Effekte. Mit Silvado kann ich es zum Beispiel einmal von meiner aktiven Position auf die Bank ziehen und umgekehrt. Hier haben wir auch zum Beispiel Bisaflor, das hat auch einen besonderen Effekt, den wir uns jetzt nicht genauer durchlesen, aber ja. Wir greifen jetzt mit dem Jagdpfeil an, womit wir dem Pokémon in der aktiven Zone vom Gegner 30 KP abziehen und einem weiteren Pokémon auf der Bank 30 KP abziehen. Somit haben wir dem Guten jetzt mal 130 Schaden verursacht und dem Glumanda auf der Bank 30. Das Problem ist jetzt, da er Feuer-Pokémon besitzt, wird er mir ordentlich viel Schaden verursachen. Er tauscht aber mein Pokémon aus, interessanterweise. Sowohl meines als auch seines. Interessant. Jetzt aktiviert er auch eine Stadionkarte, womit er von seinem Ablegestapel 1 Energie auf sein Pokémon auf seine Bank legen kann. Das hat er jetzt mit Glumanda gemacht. Glumanda hat halt 20 KP hergeben müssen. Und ja, jetzt spielt er auch den Hyperball. Dieser besagt, wenn er 2 Karten von seiner Hand auf den Ablagestapel legt, kann er ein Pokémon von seinem Deck direkt auf die Hand nehmen. Okay, okay, okay. Mal schauen, wie das Ganze jetzt für uns weitergeht. Pokémon haben normalerweise Rückzugskosten, sprich, wenn ich jetzt Bautz zurückziehen wollen würde, müsste ich 1 Energie, welches auf ihm angelegt ist, auf meinen Ablagestapel legen und könnte es dann zurück auf meine Bank ziehen. Ich werde aber jetzt mal schön mein Taubsi weiterentwickeln und noch einmal Akromas Experiment spielen. Denn dadurch kann ich mir jetzt mal meine Karten hier anschauen und ein paar von diese auf die Hand nehmen. Das wären jetzt mal die 3 Karten hier. So. Mit dem Irdengefäß kann ich ein Pokémon von meiner Hand auf den Ablagestapel legen oder generell eine Karte. Lugia V werde ich jetzt nicht brauchen und darf dafür aus dem Deck 2 Energien mir auf die Hand nehmen. Wir haben aber gerade nicht wirklich was Besonderes, deswegen werden wir auch keine Energie auf ein Pokémon legen und aktivieren den Effekt von Silvaro, womit wir ihn jetzt von der Bank in die aktive Zone geben können. Und greifen mit dem Guten mal an und werden in dem Fall sein Fukano vernichten. Und dadurch, dass wir noch einmal 30 Schaden mehr verursachen können, vernichten wir auch sein Glumanda. Somit haben wir 2 Pokémon besiegt. Für jedes besiegte Pokémon dürfen wir eine Preiskarte ziehen. Wie schon am Anfang erwähnt, wenn wir alle Preiskarten auf der Hand haben, gewinnen wir den Kampf. So, jetzt ist der Gegner dran und es spielt nicht sein Arcani, was ich etwas komisch finde. Dafür aber ein Magmabecken. Womit er noch eine weitere Energie anlegen kann. Aha! Mit dem Fluchzeug tut er sowohl seines als auch mein Pokémon wechseln. Sprich, ich kann mir aussuchen, welches Pokémon ich in die aktive Zone lege. Das war jetzt aber vom Computer tatsächlich kein guter Zug. Denn es wäre viel wertvoller gewesen, wenn er mein Silvado besiegt hätte. Aber gut, das sei jetzt mal dahingestellt. Es hat halt auch einen Haufen Pokémon gespielt mit den ganzen Trainerkarten, den Items und so weiter und so fort. Und ja, unser Bautz hat etwas aufs Maul bekommen. Dadurch hat er eine weitere Preiskarte gezogen, wie ihr gerade seht. Ich gebe jetzt aber schön mein Silvaro in die aktive Position. Dann ziehen wir mal eine Karte und haben gerade noch immer nichts Besonderes. Ich spiele aber mal dicke Freunde Knusp, um mir nämlich Bisasam auf die Bank zu schmeißen. Ja, in dem Fall sogar 2 Bisasams und werde das eine mit einer Energie schon mal vorbereiten. Gut,
Wir haben jetzt nichts Besonderes mehr zu tun in dem Zug und greifen mal schön an, womit wir auch perfekt sogar sein Arcani besiegen. Mal schauen, am wenigsten Leben hat hier das Glumanda. Bidiza kann ich nicht angreifen, aus dem einfachen Grund, weil sein Effekt jeden Schaden verhindert, welches es auf der Bank erhält. So, dann gibt's mal 30 Schaden für den guten Glumanda und sein Arcani ist besiegt. Da aber Arcani ein Ex-Pokémon war, darf ich mir zwei Preiskarten aussuchen, was schon ziemlich nice ist. Und damit ist der Gegner wieder dran und wir haben nur noch mehr zwei Preiskarten bis zum Sieg. Er aktiviert sein Magmabecken, um sein Lavados mit Energie zu stärken, welches für, ich glaube, jede Schadensmarke mehr Schaden verursacht oder so. Jetzt hat er sich noch ein Pokémon aus dem Ablagestapel geholt und aktiviert den Effekt von Bidifast. Dieser besagt, dass er nämlich ein Pokémon, dass wenn er weniger als 5 Karten hat, er so lange ziehen kann, bis er wieder 5 Karten hat. So, wir entwickeln unser gutes Bisasam, was wir schon mal vorbereitet haben, legen noch eine weitere Energie auf dieses, werden jetzt noch einmal Builds Transfer spielen möglicherweise oder nicht? Ich bin gerade nämlich am überlegen, ich könnte nämlich sein Lavados besiegen und das mache ich jetzt. Ich spiele nämlich den Unterstützer Befehl vom Boss. Damit kann ich wählen, welches Pokémon von der Bank des Gegners in die aktive Zone kommt. Das mache ich jetzt nämlich mit Lavados, denn Lavados hat Energien auf sich. Da es nämlich die Energien hat, kann nur dieses angreifen, nicht wie die anderen Pokémon. Deswegen kann ich jetzt auch nicht mehr was Besonderes machen in dem Zug und greife sein Lavados an und vernichte dieses auch und werde nochmal 30 weitere Marken, also sprich eine Marke entspricht 10 Schaden. Damit habe ich jetzt 3 Marken auf Glurak gelegt, somit eben 30 Schaden verursacht. Das heißt, wir haben das Glurak jetzt so weit vorbereitet, dass wir es mit einem Hit besiegen würden. Und mal schauen, ob der Gegner noch was in petto hat. Okay, der Gegner kann jetzt tatsächlich nichts mehr machen. Somit haben wir gewonnen, aber ich zeige euch jetzt generell nochmal die anderen Karten, die ich auf der Hand habe. Zum Beispiel hier Bildtransfer. Mit ihm kann ich mir die obersten 8 Karten meines Decks anschauen und beliebig so viele Pokémon, wie ich dort finde, meinem Gegner zeigen und auf die Hand nehmen. Hier habe ich anscheinend jetzt nur ein Pokémon gefunden. Das zeige ich dem Gegner und nehme es auf die Hand. Ich spiele jetzt auch zum Beispiel, also wir haben einen Unterstützer gespielt, das heißt ein weiterer Unterstützer wird in dem Zug nicht möglich sein. Ich spiele jetzt den Nestball und hole mir ein Basis-Pokémon aus dem Deck auf die Bank, was ich auch mache. Dann spiele ich jetzt einfach noch eine Super-Angel, die ist ziemlich gut, denn damit kann ich 3 Karten von meinem Ablagestapel, sprich Pokémon oder Basis-Energien, von meinem Ablagestapel wieder zurück in mein Deck mischen. Wie wir es gerade mit den Karten hier gemacht haben. Ich gebe noch eine weitere Energie auf Bisasam. Anschließend entwickle ich meinen Bisasam zu einem Bisasam X und gebe ihm noch einmal den Heldenumhang. Dieser gibt meinem Pokémon nämlich noch weitere 100 KP. So, ich könnte jetzt angreifen, was ich auch machen kann ohne Probleme, aber ich werde seine Fähigkeit aktivieren, denn damit kann ich Silvaro ohne Kosten von Energie zurück auf meine Bank ziehen und ein Pokémon von meiner Bank in die aktive Zone legen, was wir jetzt mit Bisasam gemacht haben. Jetzt greifen wir auch mit der gefährlichen Giftranke an, welche das gegnerische Pokémon übrigens vergiftet und verwirrt, aber wir werden halt den Effekt davon noch nicht sehen. Greifen mal schön an, besiegen sein Pokémon und ziehen unsere letzte Preiskarte. Damit hätten wir den Kampf gewonnen, indem wir alle Preiskarten genommen haben. Wenn der Gegner zum Beispiel nur ein Pokémon in der aktiven Zone hat, also nur das Pokémon in der aktiven Zone hat und keine Pokémon auf der Bank hat. Wenn man in so einem Szenario das aktive Pokémon des Gegners besiegt und der Gegner eben keine Pokémon von seiner Bank anschließend in die aktive Zone legen kann, verliert er genauso. Es kommt auch sehr selten vor, dass man zum Beispiel einen Unentschieden rausholt, wo zum Beispiel der Gegner noch eine Preiskarte zum Ziehen hat, ich noch eine Preiskarte zum Ziehen habe und ich zum Beispiel mit einem Zwirrfinst seine Fähigkeit aktiviere, Explosion, dann vernichte ich nämlich das gegnerische Pokémon und mein eigenes Pokémon und dürfen wir beide eine Karte ziehen. Theoretisch wäre es ja ein Unentschieden, weil wir gleichzeitig die letzte Preiskarte gezogen haben.
In so einem wirklich seltenen Fall geht es dann in ein Sudden Death. Da gewinnt nämlich derjenige, der das nächste Pokémon vom Gegner einfach besiegt. Aber ich hoffe, ich habe es jetzt heute etwas genauer und präziser erklären können. Es ist gar nicht so schwer, ihr könnt es versuchen, ich kann es euch wirklich ans Herz legen, es macht wirklich Spaß. Und ja, damit hätten wir es. Ich denke auch nicht, dass weitere Pokémon-TCG-Videos kommen werden, da halt das letzte nicht wirklich gut angekommen ist, aber ich wollte euch halt noch einmal unbedingt detailliert mal alles genau erklären, wie wir es hier im Spiel haben. Und ja, damit hätten wir es. Ich bedanke mich an alle fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich ein Like und ein Abo da, kommentiert auch liebend gerne das Video und somit sehen wir uns dann wahrscheinlich erst, nicht erst, aber in einem anderen Video. Bis dann!